Hallo und Savadikap, ja, erste Urlaubsvideo aus Deutschland. Ja, und was macht man morgens? Mit der Gabi frühstücken. Die Gabi kennt ihr ja alle. Die hatte ich ja, die da am Schwimmingpool verunfallt war. Jetzt geht wieder, Arme geht wieder hoch, Bein geht wieder. Und jetzt wird kräftig gefrühstückt, ausgiebig. Jeden Morgen 8 Uhr frische Brötchen holen und Sachen. Wurst zwar nicht von mir, aber bei mir esse ich ja fast wie so nie, weil ich keine Zeit dafür habe. Aber hier wird ausgiebig gefrühstückt. So, jetzt machen wir noch einen Kaffee und dann geht's los. So, erster Tag in Deutschland. Viel Stress. Poolroboter reinigen. Die Elektronik kaputt. Trotzdem, das letzte erst gekauft ist. Ja, zurückgeschickt. So, jetzt in der Werkstatt. Weil mein Auto immer so lange steht und ab und zu gefahren wird, da sagt man, verliert er in 2 Jahren, muss ich Gas nachfüllen. Gas, ja. Jetzt bin ich hier, kenne ich eine Werkstatt in Bulgare, super Service. Hab angerufen in der Autowerkstatt, ja. Ab 100 Euro, wenn nur ein bisschen Gas fehlt und einen Termin machen. Ich fahre zu ihm hier hin, ja. Und nimmt er mich sofort dran. Nach der 20 Minuten dauert das Gas ausfüllen. Ja, in Thailand bezahlt sie 500 Baht, 15 Euro. Ja, aber hier wird das abgesaugt und neu aufgefüllt. So, muss da hier den Kühlergrill losmachen. Und jetzt läuft das. Ja, nicht nur in Thailand immer in Stress, auch hier. Aber ich habe keinen Bock bei 30 Grad, auch wenn Dach auf ist, trotzdem Klimaanlagen machen. Und gleich muss ich noch 240 Kilometer fahren. Bin zum Essen eingeladen in Aschaffenburg, hinter Aschaffenburg, Elsenfeld, 120 Kilometer. Ja, 120 Kilometer hin, 120 Kilometer zurück. Wer macht das? Ja, ich. Ist ein Kunde von mir. In Deutschland, ja. Der das Formel-1-Auto gekauft hat. Ja, Auto kommt, also sollte jetzt schon da sein gestern. Ja, kommt jetzt erst am 20. an. Ich wollte halt mit dem Kunden abholen. Ja, jetzt warte ich hier drauf. Macht das, dann habe ich das fertig. Weil ich muss noch so viele Kilometer fahren. Und das soll nächste Woche so heiß werden. Ja. Schon am Pumpen und am Arbeiten. Ja, die Klimaanlage ist nachgefüllt. Ein bisschen teurer wie letztes Mal. 100 Euro, aber die anderen wollten 99 haben, ab, wenn da, je nachdem, wie viel Gas reinging. Und dann kommt Mehrwertsteuer noch bei und vielleicht noch, bin ich mit 100 Euro gut bedient. Ist aber schön kalt jetzt. Klimaanlage auf und Dach auf. Ja, so muss das sein. Ja, weiter geht's gleich nach Aschaffenburg. Ja, in Deutschland ist der Tank nicht ganz so billig. Ja? 1,74 das Benzin und E10 1,68. Aber Laudenbach ist also 5 Kilometer von Heppenheim weg, ist Baden-Württemberg und da ist der Sprit also billiger wie in Hessen. Ach, auch komisch. Ne? Dass in Baden-Württemberg der Sprit billiger ist wie in Hessen. Ja, jetzt mal tanken und dann nachher auf die Piste. Ja, so jetzt geht's auf nach Ilsenfeld in der Nähe von Aschaffenburg. So. Fahrzeit haben wir eine Stunde, 10, 15 Minuten, aber Darmstadt wird jetzt viel Verkehr sein. Schönes Wetter, werden wir ein bisschen offen fahren. So, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt sind wir am italienischen Restaurant Hauptsache. Auch ein Name. So, jetzt habe ich hier erstmal ein bisschen Arbeit und dann mal gucken nachher. Ja, liebe Leute, auch in Deutschland Stress, Stress, Stress. So, jetzt ist 10:30 abends, wieder zurück in Heppenheim.
einmal kurz zum Abendessen 220 Kilometer gefahren, hin und zurück. Und, ja, machen wir nichts alles, um seine Kunden zufriedenzustellen. Ja, das würde ich sagen. War zwar nicht so ein interessantes Video heute, aber jetzt wisst ihr mal, was ich so mache, auch wenn ich in Deutschland bin. Kurve ich viel rum. Ja, und morgen, mal gucken, was morgen so anfällt. Würde ich sagen, tschüss für heute.